Guten Morgen, meine Lieben. Long time no see, für mich zumindest. Also ich habe jetzt schon länger nicht mehr gevloggt. Der letzte Vlog war tatsächlich im Urlaub noch, also in Italien Urlaub. Und ja, seither haben wir ja nicht mehr gevloggt. Wir haben im Urlaub so viel gevloggt. Wir haben im Urlaub so viel gevloggt, da es sich eigentlich dann erübrigt hatte, weil wir so viele Videos hatten. Food Hauls habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen, wenn ihr dieses Video hier gesehen habt, also zumindest einen davon. Einer wird noch folgen. Heute ist übrigens Donnerstag, der 1. September, also wir haben noch ein bisschen Ferien, also eigentlich nur mehr Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. Und am Montag geht schon wieder die Schule los und ich werde heute mit den Kindern die Schulsachen kaufen. Wir haben es leider vorher überhaupt nicht geschafft. Ich sag's euch, jedes Jahr denke ich mir, ach, dieses Jahr kaufst du ein bisschen vorher die Schulsachen. Und trotzdem schaffe ich es nicht. Also werden wir heute, 4 Tage vor Schulbeginn, die Schulsachen kaufen. Im Endeffekt ist es auch egal, wenn man sie kauft, ne? Hauptsache man kauft sie. Und ich habe mir jetzt fertig gemacht. Übrigens war ich auch beim Friseur. Also die Leute, die mir auf Instagram folgen, die haben das wahrscheinlich gesehen. Die Haare sind ein bisschen heller geworden. Ja, eigentlich schon voll krass, hier schauen sie schon richtig blond aus. Ich habe mir mal die Highlights nach oben versetzen lassen. Sogar so nach dem Urlaub war das bitter nötig. Urlaub, nein, Friseur. Ich kann nicht reden, ich sag's. Ich hatte nämlich noch gar keinen Kaffee. Das werde ich jetzt gleich nachholen. Ich werde mir einen Kaffee mal machen und mal schauen, was heute alles zu tun ist. Das sind die Listen, beziehungsweise das ist Laras Liste. Das ist Michelles Liste, weil die Michelle war so tüchtig und hat sich schon alles angeschaut, was sie nämlich hat und was sie noch braucht. Eigentlich brauchst du eigentlich gar nicht mehr so viel, oder? Ja. Die hat nämlich von Patrick einiges bekommen und einiges haben wir schon gehabt. Bei der Lara muss ich auch vorher noch ein bisschen gucken, weil sie ist ja nicht mehr in der 1. Klasse. Das heißt, sie hat ja schon einige Sachen. Deswegen gucken wir mal hier, Lara. Wir müssen jetzt mal die Liste abarbeiten. Also wir machen ein bisschen eine Zeichenkraft. Warum ist ein Tuch drin? Das braucht die Lara zum Malen. 12 Buntstifte müssen wir kaufen, weil das ist schon leer bei dir, gell? Fangen die grün. Ja, mal die grün. Bubi! Bubi ist auch gekommen. Der Papa kommt nicht mit, weil er muss Videos schneiden. Ohne was? Nimmst du was immer mit? Ja. Aber du bist eh mein. Wer meckert jetzt am Preis? Ja. Das tut ja das nicht, das das. Aber der Papa muss das Video für morgen schneiden und. Ich lasse den Philipp die Aufgabe. Wenn es tut, musst du sofort sagen. Wir haben eh den Patrick dabei, der ist eh ein Abklatsch von hier. So, also, wir gehen. Also, einkaufen, nicht so viel ausgeben, ach, keine Blödsinn kaufen. Kannst du das halten, Michelle? Ich weiß nicht, was sie damit gemacht hat. Deine Schulliste kannst du ja da lassen, diese andere. Warum hast du sie dann genommen? Weil du sie dort gelassen hast. So, ich brauche einen Akkuschatz, ich habe nur mehr 0%. Was machst du mit meinem Baby? Knudeln. So, meine Lieben, wir sehen uns dann beim Lipo. Ich bin jetzt mit den Kindern noch zur McDonald's. Wir warten auf unser Essen, wie ihr sehen könnt. Die Kinder spielen hier mit den Handys, damit es Ruhe am Tisch ist. Ja, du nicht. Bist ein großes Mädchen, oder? Die Lara will auch ein Handy, Michelle. Nein. Ich habe schon alle. Ich habe mein Handy da, der Patrick. Wenn wir die Baba mitgenommen hätten, hättest du ein Handy gehabt. Ja, aber das Essen kommt eh gleich. Also. Da ist ein GPS drin, damit sie wissen, wo wir sind. Das haben wir auch schon rausgefunden. Ich dachte mir früher, die Armen, die müssen das suchen, aber gerade so in großen Restaurants ist das schwierig. Ich meine, da ist es übersichtlich. Da schauen sie meistens nicht. Ja, ja. Naja, in dem anderen, wo wir waren, Marie-Verschleiße, hat sogar ein Licht gepiept. So nach 300 Jahren ist unser Essen auch endlich gekommen. Ich habe ein Spicy McChicken, das ist urgut. Und die Kinder haben Chicken Nuggets. Achso, Entschuldigung. Schmeckt? Passt. Wir essen mal und dann gehen wir schnell Schulsachen einkaufen. Let's go! Schulsachen ein. Keine Ahnung. Brauchen auf jeden Fall einen Korb. Komm, Lisa. Ah, das ist für dich Buntstifte, okay? Das sind die gleichen, oder? Das sind die ganz gleichen, was du schon. Ich brauche eine Füllfeder. Ah, ja, stimmt. Warte kurz, ich mache eine Füllfeder. Das ist ein Kugelschreiber. Zwei Filme, wie ein Streit, oder was? Ja. So, ein Federpenal hat die Lara. Mama, die Lara kann noch sowas kaufen. 12 Buntstifte haben. Eine Füllfeder. Welche Füllfeder würdet ihr mir für die Lara empfehlen? Ich würde Lara diese empfehlen, die ich auch am Anfang hatte. Die so eine Kugel. Ja, ich glaube auch besser am Anfang, oder? Oder soll ich eine Lami kaufen? Das ist eine die ist auch für Linkshänder perfekt. Magst du diese Farbe? Ja.
Wir haben es geschafft. Wir haben nur 89 Euro ausgegeben. Das ist echt ein Schnäppchen für so eine Schulkinder. Wir haben auch wirklich viel schon zu Hause. Und jetzt gehen wir noch Hausschuhe. Hey, Hausschuhe wollte ich schauen. Genau, Patrick. Lara, schau mal für dich Hauspacken. Was gefällt dir denn? Welche möchtest du wieder? Welche, die du schon gehabt hast? Genau dieselben? Aber hier gibt es dieselben, die du schon mal hattest. Oh. Aber das ist ja blöd, oder? Ja, aber das da. Ich habe meine Maus geklaut. Okay, ja. Das ist klein. Probier mal an. Es gibt hier auch welche von Elefanten. Lara, nimm mal diese. Lara. Ja. Probier. Schaut voll schön aus, Lara. Probier mal an, bitte. Welche Größe? Das ist 24 jetzt. So hat sie schon mal welche gehabt. Aber die sind zu klein. Zeig mal hin. Sind die groß? Sind zu klein. Wo sind die zu klein? Tut es irgendwo meine weh? Sind auch zu klein. Welche Größe hast du gerade? 26. Patti, kannst du uns das ein 27er geben? Kommst du gut rein? Schlupf mal weiter rein. Ist der so klein oder was? Bei dem Fuß ist irgendwie zu klein, oder? Ja. Ja, das ist die draußen mit der Ferse ein bisschen. Dreh dich mal noch. Aber da kann man doch irgendwie einstellen, oder? Wie gesagt, zeig mal. Alles. Geh mal. Geh mal normal. Geh mal normal. Fast nicht, gell? Für den Philipp schauen die großen Geschwister auch wegen einem neuen Schuh. Wie groß ist das, Michelle? 21. Ich mach grad so eine Gehen. Zeig mal hoch. Okay, geh mal. Und, passt das? Ja? Aber es passt schon. Wir sind zu Hause und der Philipp hat schon seine neuen Schuhe. Philipp, zeig mal. Philipp, so eine Hose. Die haben wir ihm vom Urlaub kurz gekauft. Philipp, zeig mal. Wow. Die Hunde. Was wollt ihr? Papa, schwarze Socken passen da nicht dazu. Hol weiße Socken. Der Papa ist der Einzige, der noch nicht fertig ist. Wir haben ihn jetzt auch. Wir müssen jetzt nämlich zum Heurigen gehen. Wir treffen uns da mit den anderen Eltern. Hey, hey. Auch mit der anderen Klasse oder nur? Nur die erste Klasse. Philipp, wow. Ich glaube, mit den neuen Schuhen kann er viel besser gehen. Ja. Wir zeigen euch dann noch gerne, was wir gekauft haben. Für die Lara haben wir diese Hausschuhe gekauft. Schon wieder, die hat sie immer. Im dritten Jahr haben wir die schon wieder gekauft. Für die Luisa haben wir Eiskönigin-Hausschuhe mitgenommen. Dann hat sich die Michelle diesen Organizer mitgenommen für ihren Bankfach, für Kleber und so. Die Lara braucht Taschentücher in der Schule. Die werde ich hier dann in die Schulterschein packen. Aber alle nicht. Doch, wir lassen dann alle. Die können da bleiben in der Schule. Dann brauchten sie eine Ringmappe. Gewisse Sachen hatten wir ja schon, logischerweise. Ne? Wir haben hier eine Füllfeder gekauft. Das ist ganz neu dieses Jahr. Also Füllfeder wird sie schreiben. Dann hat sie Kleber. Also diesen Uhu-Alles-Kleber. Dixo braucht sie und Ersatzrollen. Dann haben wir hier Uhu-Stick. Die braucht sie auch. Dann natürlich einen Tintenkiller. Für die Michelle haben wir auch einen mitgenommen. Also zwei. Die Tintenkiller brauchst du für, wenn du mit der Füllfeder schreibst, da kannst du das wegmachen, weißt du? Dann haben wir für die Lara auch neue Buntstifte gekauft. Die ganz gleichen, weil die waren schon komplett leer. Dann hat sich die Michelle so Tuschestifte mitgenommen für ihre Füllfeder Füllpatronen. Die Lara hat auch für ihre Füllfeder so Nachfüllpatronen. Das auch mir? Das weiß ich gar nicht. Haben wir das zweimal jetzt gekauft? Vielleicht braucht sie Michelle. Dann haben wir auch Tippex mitgenommen. Einen orangenen Hefter für die Michelle. Hat sie die Michelle noch so ein paar Bücher sage ich schon, Hefte. Diese Notizbücher Blöcke können da. Lara und noch ein Zeichenblock. Das war's. Also wie man sieht. Und das? Das habe ich schon gezeigt, ja. Also nicht wirklich viel. Und bist du ready? Hast du keine anderen Socken, Mann? Nimm dir zumindest weiße Sneaker. Komm. Schatzi, wir müssen gehen. Ich habe keine Hose. Frag mal den Patrick, ob er dir was borgen kann. Der Papa hat keine Hose. Ja? Verstehe nicht, der Papa will nie was wegschmeißen. Hast du jetzt irgendwas gefunden? Papa, komm raus. Schaut super aus. Schaut doch super aus. Siehst du die Hose? Was soll ich jetzt damit? So, wir haben es jetzt auch endlich mal geschafft. Wir sind im Auto und wir fahren jetzt zum Heurigen. Ich habe euch ja gesagt, oder habe ich das schon gesagt? Ich glaube, ich habe es nur auf Instagram erzählt, bin mir jetzt aktuell nicht sicher. Aber wir fahren jetzt zum Heurigen. Wir treffen uns da mit Laras Klasse und essen was beim Heurigen. Also für die Österreicher und euch, die werden Heurigen wahrscheinlich kennen. Für die Deutschen, wie kann man das sonst noch benennen? Gasthaus. Ist ein kleines Gasthaus, wo es kein Essen gibt, nur so Jause, nur so selbstgemachte Speck, Käse, Liebtauer, sowas halt. Oder? Schmankerl, ja. Ja, das verstehen Deutsche doch nicht. Schmankerl. Ja, auf jeden Fall. Was machen wir jetzt? Die ganze Family ist dabei. Wir sind jetzt nicht so hungrig, weil wir haben ja bei McDonald's gegessen. Ich bin sehr hungrig. Vielleicht gibt es auch was Süßes. Ja.
War im Hemd. Nein, das glaube ich nicht. Wir werden es sehen. Wir sind jetzt wieder zu Hause vom Heurigen, ihr Lieben. Und wir räumen jetzt gleich die Schulsachen ein. Wir haben... Das ist gemein. Was ist denn? Warum kleben die das so zu? Damit es niemand aufmacht. Warte kurz. Ja. Mama macht das schon. Aber die Schuhe, aber das mache ich dann selber. Wo ist mein Hase? Guck mal, meine Maus. Komm gleich. Okay. Wir haben da so einen elektrischen Splitter und der ist Gold wert. Wie was? Der ist Gold wert, der elektrische Splitter. Ich überlege nur gerade, Mausi, hier müssen wir die 5 Meter auch reingeben. Ja, wo? Da? Hier, weil da passt es noch rein. Dann passen hier, wo zwei. Das groß ist. Ja, dann mach die Stifte, Bleistifte da. Den kleinen hier. Gut. So, du brauchst einmal diese Mappe und die andere. Ah, die ist schwer. Zum alten Jahr drinnen. Werde ich einfach rausholen. Passt hier überhaupt alles rein? Aber wo soll denn meine Linsen hin? Muss auch mal reingehen, ja. Das lassen wir dann hier in der Schule, weißt du? Ich glaube, das passt nicht. Das muss man so mitnehmen. Das bringt da rein. Und die Heftmappe. Dann hast du noch diese Notizbücher. Da schreibe ich dann Lara hier hinten dran, ja? Beide? Können wir? Ja, das ist einmal liniert und einmal kariert. Was ist das eigentlich? Für Papier, oder? Zu malen, oder was? Das ist ein Zeichenblock, genau. So, ich schreibe hier deinen Namen noch drauf. Du magst reingeben. Ja, du kannst reingeben, aber ich mach's mal auf. Okay. Lara hat sich übrigens eine richtig schöne ausgesucht. Ich hat sie mir ausgesucht. Hast du die gefunden, ja? Ja, für eine pinke. Guck mal. Und sie ist für Linkshänder. Für Linkshänder. Wie schreibt man eigentlich damit? Da ist schon eine Tintenpatrone drin und wenn das leer ist, dann musst du es aufdrehen. Meinst du, wenn nichts mehr rauskommt? Genau, dann musst du es da austauschen. Deswegen habe ich dir auch Ersatz gekauft. Wir sind fertig mit Packen. Ich habe jetzt alles hier vorbereitet. Turntasche, Schultasche, die Sachen, die wir so mitnehmen müssen. Dann habe ich hier auch für die Luisa die Klamotten für den Kindergarten schon. Gatschhose, Werkkoffer. Ich bringe ja die zwei Mädels am ersten Schultag. Guck schon mal wegen der Muschel aus. Du kannst ja auch eine Muschel einpacken. Was willst du mitnehmen? Da muss alle mitnehmen. Lara hat so coole Muscheln gefunden. Schau dich mal. Lara hat die meisten für mich. Schau dich mal das an. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass das eine Muschel ist. Was? Zeig dir mal kurz. Seht ihr das? Eine Muschel. Heftigst. Ich weiß noch immer nicht. Schau, das ist wie so ein extra langer Nagel. Papa, ich habe auch schon gesagt, voll komisch, ich bin schon lange nicht mehr gevloggt. Das stimmt. Außerdem mit so einer Kamera. So, also, Kamera ist die Reparatur. Das habe ich eigentlich gar nicht gesagt. Nicht? Oder? Ich weiß gar nicht, wir haben schon voll vergessen. Ja, Mann, wir sind eh gut ausgestattet, wir haben mehrere Kameras. Also unsere Kamera ist in der Reparatur, ist ein bisschen kaputt gegangen. Ja, weil wir haben, wenn wir den Bildschirm hochgedreht haben, ja. Ist, also hat man nichts mehr gesehen. Dieser Kontakt war irgendwie kaputt. Und jetzt filmen wir mit einer alten Kamera und ja, es ist ziemlich komisch, auch viel leichter, ja, auch viel schmäler als die andere, aber doch sehr qualitativ. Ja, ich habe mir auch die Kamera geschnappt, weil ich mich von euch auch verabschieden wollte. Die Mama auch. Ich war ganz am Anfang, glaube ich, zum Sehen. Ah, stimmt. Doch, du warst eh zu sehen, wie wir uns von dir verabschiedet haben. Genau. Und jetzt zum Schluss wieder. Aber ich wusste nicht mehr, war ich überhaupt zu sehen? Ja. Also, ich hoffe, dass es euch gefallen. Ihr habt Spaß gehabt beim Zuschauen. Yes. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder. Genau. Am ersten Schultag vielleicht ein bisschen. Oder schauen wir. Ja. Tschüss. Tschüss.